Hause, gell, Ratschat? Wir bleiben hier. Holger macht jetzt einen Film. Oh, muss ich aufpassen, da ist das Wasserfall, Alter. Hast schon getrunken? Der ist mein Hachiko, ich weiß nicht, ob man den sieht. Wir sind unterwegs, ja, an der Ostsee. Oder wir sind ja 12 Kilometer von der Ostsee entfernt. Da ist immer ein kalter Wind. Guck mal, ich habe 2 Pullover an heute. Sommer. Ja, wir haben einen komischen Sommer hier. Aber dafür haben wir frische Luft. Frisches Wasser. Enorm schöne Olympische Fahrradunterfall. Ich bin nämlich mit Hachiko hier an den 7 Seen unterwegs mit dem Fahrrad. Warum mit dem Fahrrad? Hachiko zieht so zur Zeit, weil der schnüffelt immer so nach den läufigen Hündinnen hinterher und dann zieht er so und dann setze ich mich aufs Rad, dann zieht er mich mit dem Fahrrad um die 7 Seen rum. Er braucht das, er ist Terrier, er muss einfach viel sich auspowern. Wir gehen da 5-mal am Tag um die Seen und laufen jeden Tag 15 Kilometer. Also 5 mal 3 Kilometer, 50 Kilometer. Das sind in 10 Jahren über 40.000 Kilometer. Also einmal um die Erde. Hoffen wir, dass er 10 Jahre alt wird. Er ist jetzt, glaube ich, 7 oder 7,5. Natürlich feiere ich auch seinen Geburtstag. Am 26. September ist er. Hachiko ist ja ein wunderbarer Hund. Wir sind hier an den 7 Seen und hier sind 40 Jungschwäne geschlüpft dieses Jahr. Hachiko darf sogar mit den jungen Schwänen spielen. Und im Winter füttern wir die Alten und die Jungen. Wir haben dann bis zu 100 Schwäne zu füttern am Tag. Dazu kommen 100 Enten. Die sind dann aber nicht hier an diesem See, sondern die sind dann hinten am ersten See oder vorne am ersten See. Und die Seen sind alle miteinander verbunden und deshalb sind es keine Teiche, weil das ist eigentlich ein fließendes Gewässer. Die fließen dann ab in Richtung Travemünde, also erstmal Richtung Dasso 6 Kilometer und dann nochmal weiter 6 Kilometer zur Lübecker Bucht an die Ostsee bei der Travemünde. Und ich hatte ja 25 Jahre in Lübeck gelebt. Als die Grenze dann aufging, bin ich kurz an die Grenze rüber. Die Grenze ist heute noch, kann ich euch so sagen. Ich werde auch hier nicht sehr akzeptiert, weil ich aus dem Westen komme. Ist so, leider. Tut mir leid, ist so. Und vielleicht ist es auch meine Einstellung. Man hat immer noch was zu tun. Wobei ich natürlich weltoffen bin. Überall in der Welt, von Karibik bis USA bis Frankreich, Europa, Spanien, Türkei, manchmal in der Türkei. Und bin sehr glücklich, wenn ich in der Türkei bin, denn dort werde ich als Mensch gesehen, nicht als Ostler oder Westler. Man liebt mich als Mensch, man liebt mich richtig. Und das fehlt in Deutschland. Hier gibt es keine Liebe. Das ist mein Empfinden. Vielleicht ist mein Empfinden. In Deutschland gibt es keine Liebe unter den Menschen, so wie ich das gerne hätte, wie ich es in der Türkei erlebe. Und ich war 25 Mal in allen Städten, die man sich denken kann. Alle Richtung kreuz und quer gefahren. Istanbul habe ich jetzt einen Freund aus Hamburg, einen türkischen Freund, der dort eine Sporthalle betreibt für die 3 größten Sportclubs der Türkei, Profiklubs, die machen dort Jugendaufbauarbeit. Ich habe dort bei ihm mein Büro, kann gerne jederzeit kommen. Viele Grüße, lieber Freund Medin Assa. Wir haben auch gemeinsam noch einen FIFA-Management-Vertrag schon. Ich glaube 30 Jahre mit Schlag.
ging er nach China und war dort 9 Jahre Fußballnationaltrainer. Und dann hat er auch ein Büro gehabt in Peking. Und dann sagte er, hast du nicht mal was für uns? Das war 2001. Hast du nicht mal was für uns, für China? Wir wollen das Land ein bisschen aufbauen. Habe ich gesagt, klar, ich habe die Airbus-Unterlagen. Und dann habe ich eben komplett alle Airbus-Unterlagen, Leasing-Unterlagen geschickt. Von allen Modellen, mit allen Beschreibungen, allem drum und dran, allen Skizzen und Zeichnungen. Und China hatte 100 Maschinen bestellt. Aber ich habe keine Provision bekommen. Aber macht nichts. Ich habe dann noch sehr viel mit China kooperiert. Bin heute noch in Zusammenarbeit mit dem Audi-Chef von China, der Roland Gumbert. Der baut selbst jetzt eigene Automodelle, und zwar Luxussportwagen. Und, er hatte mich in Hamburg besucht, ich hatte ihn in Süddeutschland besucht, in Ingolstadt. Dort hat er seine Luxusautos stehen. Den Explosion ist das neueste Modell. Und eines seiner Autos kostet, also ein anderes Modell, kostet 400.000 Euro. Ist ja nicht so teuer. Leute, die Geld haben, für die ist das wenig, interessiert es gar nicht. Die wollen das Ding kaufen, das ist 370 Kilometer schnell. Und legt los, man kann es gar nicht mehr bremsen. Und so fährt auch Roland Gumbert. Er hatte mich abgeholt. Ich bin mit dem Zug von Hamburg nach München gefahren. Dann hat er mich in München abgeholt. Und dann sind wir nach Ingolstadt gefahren. Er hatte mich dann mit einem Audi Quattro abgeholt. Er hat übrigens die Allrad-Technologie entwickelt. Roland Gumbert hat das entwickelt. Und dann hat er mich da abgeholt und er fuhr immer mit dem Quattro 270 auf der Autobahn. Und ich sage, Mensch, Roland, du legst aber einen Zahn zu, wie alt bist du denn? Er sagt, schätze mal. Und da sage ich, also um die 50. Er sagt, nee, ich bin 70. Okay, Leute, das gab mir natürlich wieder Hoffnung. Und dann habe ich mit ihm ein Automodell konzipiert für die Türkei. Wir haben auch dort das Angebot und wollten eine eigene Automarke für die Türkei machen. Die Basis wäre Audi gewesen, also die Technologie von Audi und die Karosserie natürlich von der Türkei. Und alles, was man in der Türkei herstellen kann, dann auch von dort. Und es wurde dann durch verschiedene Umstände nicht umgesetzt. Es gab dann den Putsch und es gab Attentate und es gab dies und es gab das. Und dann hat Deutschland sich gegen die Türkei gestellt. Deutschland ist ja gelenkt von Marionetten, das wissen wir ja. Und die haben sich gegen Russland gestellt, gegen die USA, gegen Trump. So dass wir letztlich bald ganz isoliert sind. Aber ich glaube, dass deren Absicht ist, uns zu isolieren und Deutschland auch möglichst zu zerstören. Das ist mein Eindruck. Wie kann es sonst sein, dass Deutschland so regiert wird? Es ist eine reine Zerstörung, die da im Gange ist. Aber da hilft Wahl nichts. Kann man nichts ändern. Wie gesagt, das ist ein ferngelenktes Marionettensystem, korrupt bis unter die Ohren und unter die Haarspitzen. Habe ich schon in 2008 in dem erschienenen Buch geschrieben, Himmel und Hölle. Deutschland ist eines der korruptesten Länder der Welt, noch schlimmer als Nigeria. Nehmen wir noch mal Kohl als Beispiel. Kohl, jüdischer Herkunft, verschweigt seine Herkunft. Oder Merkel, verschweigt ihre polnisch-jüdische Herkunft. Warum? Ich muss meine Herkunft nicht verschweigen. Meine Mutter ist deutsch, mein Vater ist US-GI gewesen aus Puerto Rico. Puerto Rico! Ja, in Mannheim.
haben die sich kennengelernt und als ich 2 Jahre war, ist er abberufen worden, musste wieder weg als Soldat und dann habe ich ihn auch nicht wieder gesehen. So ist das Leben, Leute. Und ich wusste gar nicht, was ich euch heute erzählen soll, aber so kommt doch das eine zum anderen. Und ich habe nur ein bisschen erzählt aus meinem Leben, in meinem Hachiko, der liegt hier vorne im Schatten, ruht sich aus. Und hier ist eine wunderschöne Landschaft. Ne? Ach, guck doch mal dahin. Das ist so wunderschön. Ach, und die Luft hier ist so Gräser und Blüten und Farne. Ach, da kann man so schön die Luft inhalieren. Wisst ihr, Leute, mein letzter Arztbesuch, nee, nicht Arztbesuch. Arztbesuch hatte ich mal, als ich vom Rad stürzte hier in Schönberg. Mich überschlug mit dem Fahrrad und dann haben sie mich zum Krankenhaus gefahren. Und dann hatte ich die Kugel der Schulter, ne, diese war es, 3-mal gebrochen. Und dann haben die gesagt, komm her, wir wollen dich operieren gleich, wir machen gleich die Operation fertig. Hab ich gesagt, nix ist. An meinen Körper kommt nur Wasser und Seife und kein Arzt. Ich will Schmerzmittel und eine Schlinge und nach Hause. Dann haben sie gesagt, nee, das, sowas gibt's nicht. Aber sie können gleich nach Hause gehen und wollen mich rausschmeißen ins Krankenhaus. Das späten Abend oder fast in der Nacht. Ich hatte Schmerzen, die Hölle. Und wollten mich rausschmeißen, wollten mir ein Taxi rufen. Da habe ich gesagt, pass mal auf, Leute. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr morgen mal in Facebook lesen, was mit eurem Krankenhaus los ist. Da haben sie sich zurückgezogen. Hat 10 Minuten gedauert, kamen sie zurück. Ich denke, die haben erstmal geguckt, was ist Volker Schäffler für ein Typ und was hat der in Facebook? Was ist das für ein Verrückter? Und dann kamen sie zurück und haben gesagt, sie können natürlich ein Schmerzmittel bekommen und sie können eine Schlinge bekommen. Und dann fahren wir sie morgen nach Hause, aber sie müssen eine Nacht hier bleiben, damit wir das abrechnen können. Okay, habe ich gesagt, machen wir so. Schmerzmittel, Schlinge, nächsten Tag nach Hause, fertig. Und davor, 30 Jahre kein Arzt, weil mein Arzt verstorben ist vor 30 Jahren, mein Hausarzt. Er hatte einen Hirnschlag. Gott sei Dank, der ist weg gewesen und ich habe dadurch überlebt. Das kann ich so behaupten. Denn ich habe natürlich auch nachher schwere Erkrankungen gehabt, bis hin zum Krebs, den ich besiegt hatte, aber ohne Arzt, ohne Medikamente, ohne alles. Jeder kann sich selbst heilen, Leute. Wer wissen will, wie das geht, kann mich fragen. Ich heile natürlich niemanden, aber ich kann auch nicht verschweigen, wenn mich jemand sagt, wie hast du dich geheilt? Okay, Leute, kein Arzt, keine Impfung, keine Medikamente. Ist die Seele gesund? Ist der Mensch gesund? Und wie wird die Seele gesund? Du musst ihr natürlich Erholung geben. Du musst Natur aufsaugen. Du musst Spaziergänge machen. Du musst einigermaßen dich gesund ernähren. Und du musst gut zu deiner Seele sein. Und wenn du schläfst, geht die Seele aus dem Körper ins Universum und lädt sich auf wie ein Akku und kommt wieder zurück, wenn du wach bist. Das haben Experten schon mal nachgemessen. Was wiegt denn eine Seele, die aus dem Körper geht? Und sie haben gemessen, wenn du tot bist, bis 42 Gramm haben sie gemessen. Und wenn du schläfst, haben sie bei einigen Leuten bis 1,5 Kilo gemessen, die eine Seele wiegt, wenn sie aus dem Körper geht. Und wenn du wach bist, ist es sofort wieder da und das Gewicht wieder da. Leute, was soll ich euch sagen? Ich habe es nicht nachgemessen, ich habe es nur gelesen, dass es so ist. Oder auch im YouTube-Film gesehen. Natürlich habe ich 1200 und was weiß ich für Filme, wie viel Filme in YouTube. Guckt doch mal rein, Volker Schäffler in YouTube oder Volker Schäffler in Google. Oder guckt ihr rein, Hachiko Schönberg in Google. Hachiko hat 600 Filme in Google. Ja, nicht in Google, in YouTube. Aber wenn ihr Google öffnet, seht ihr gleich die ganzen Filme. Oder zumindest eine ganze Reihe von Filmen. Ich glaube, der erste ist sogar mit Tamme Hanken. Tamme Hanken hatte uns in Schönberg mal besucht, nicht uns. Er ging nach Rupensdorf zu einem Pferdegestüt. Und dort hat er einen Vortrag gehalten und hat Tiere geheilt. Und
Da sind wir hingegangen. Hachiko war natürlich gesund, aber ich wollte Tamahanken kennenlernen. Ich wollte das Hachiko Tamahanken kennenlernen. Und dann sind wir hin, da haben wir einen schönen Film gemacht. Das ist, glaube ich, der 18. Film in YouTube. Tamahanken und Hachiko Schiffen. Okay, Leute, das war mein Vortrag. Jetzt fahren wir weiter. Ich wünsche euch alles Gute, euer Volker Schäffler. Macht es gut. Guckt mal rein in Google. Volker Schäffler, Hachiko Schönberg. Komm mal her, mein Schatz. Ja, komm mal her. Gehen wir weiter, ne? Alles okay. So, tschüss.